Ja, hallo, hey, ich bin Tarin Aria, ihr seid im Kanal Power Animals und heute geht's, nach leider ein paar Tagen Pause, um One Punch Man. Saitama ist der junge Held mit Glatze und Umhang. Er lebt in der Stadt Z, wo diverse Monster auftauchen und Schäden verursachen. Held wurde er nur als Hobby, als er sich eines Tages einem Monster gegenüber sah und nichts ausrichten konnte, trainierte er 3 Jahre lang hart. So verfügt Saitama nun über unglaublich große Kräfte und besiegt seine Gegner im Kampf stets mit nur einem Schlag. Die Glatze entstand durch das harte Training. Als der Cyborg Genos ihn trifft, schließt er sich Saitama als sein Schüler voller Bewunderung für seine Kraft an. Genos ist auf der Suche nach dem Cyborg, der seine Heimatstadt zerstört und seine Eltern getötet hat. Saitama sehnt sich nach einer echten Herausforderung, muss jedoch jedes Mal einsehen, dass sein Gegner am Ende doch nur wieder mit einem Schlag besiegt wurde. Selbst Boros, ein Alien, der ähnlich wie Saitama selbst das Universum nach starken Gegnern durchsucht und tatsächlich gleich mehrere normale Schläge von Saitama überlebt, muss nach seiner Niederlage einsehen, dass der Kampf der zwei nicht wirklich einer war und Saitama nicht mal ansatzweise an seine Grenze gehen musste. Um für ihre Heldentaten mehr Anerkennung und Unterstützung zu finden, treten Saitama und Genos der Hero Association bei. Der Eignungstest legt fest, mit welchem Rang sie einsteigen. Genos erreicht die volle Punktzahl und damit die Klasse S, die noch vor der Klasse A steht. Auch wenn Saitama beim körperlichen Test sämtliche Skalen sprengt, schneidet er beim schriftlichen Test so schlecht ab, dass er nur für Klasse C genügt. Dennoch sind beide motiviert, werden aber gleich mit den Regeln und Ansprüchen der Gesellschaft und den anderen Helden konfrontiert, die beiden nicht immer wohlgesinnt sind. Da seine Stärke für die meisten seiner Mithelden unbegreiflich ist, wird er häufig entweder als Scharlatan beschrien oder mit einem Bösewicht verwechselt. Äußerlich gibt sich Saitama dabei stets gelassen, innerlich jedoch treffen ihn solche Anschuldigungen häufig hart. Saitama freundet sich indes mit King an, einem der stärksten Helden der Klasse S der Heroes Association. Dieser entpuppt sich allerdings als Hochstapler, da er über keine besonderen Kräfte verfügt. Sein Status als stärkster Held der Welt beruht lediglich auf unglücklichen Zufällen. Seine Gegner wurden entweder allein durch ihr eigenes Zutun oder durch seine Kollegen bezwungen. Selbst seine furchteinflößende King Engine ist eigentlich nur sein durch Angst stark pochendes Herz. King wahrt jedoch den Anschein des Helden, da er laut eigener Aussage die Annehmlichkeiten des Heldenstatus genießt. So gesehen ist er also genau die Antithese zum unterschätzten Saitama. Die beiden besuchen sich hin und wieder und spielen Videospiele, wobei Saitama jedes Mal unterliegt.